Keine Überraschung, dass er heute im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Es gibt ja in der ganzen Liga aktuell keinen besseren Torjäger als ihn. Und das will er uns natürlich auch heute wieder zeigen. Gleich geht's los. Liebe Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Am Mikrofon melden sich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Ich glaube, das könnte heute wirklich ein sehr interessantes Spiel werden. Für beide geht es um eine Menge. Ich glaube, das wird extrem spannend heute. Das wird hochklassig. Beide wollen sich zeigen. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Aboakye. Jones. Na, das war ein bisschen weit. Der Ball dürfte weg sein. Das ist auch das Duell Meistertore gegen schlechteste Verteidigung. Sieht auf dem Papier nach einer eindeutigen Nummer aus. Warten wir mal. Pass wird abgefangen. Schöner Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich werden. Chance zur Führung. Abgeblockt. Ecke kommt in die Mitte. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Jetzt die Hereingabe. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Den Ball hat er. Jones. Ball ist zu lang. Jetzt der Vorstoß. Der Schuss. Der Ball war nicht platziert genug. Jones. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Vielleicht die Führung jetzt. Riesenparade. Verhindert hier das Gegentor. Was für ein Reflex. Es bleibt weiter bei diesem Spielstand. Aber das war natürlich eine hundertprozentige. Jetzt sind sie am Ball. Klasse Pass. Sieht gefährlich aus. Jetzt die Flanke. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Das ist natürlich ein guter Pass. Und jetzt haben wir hier das erste Tor. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen. Aber das ist einfach gut gemacht. In Sachen Ballbesitz sind die Gäste hier die bessere Mannschaft. Aber wo bleibt die echte Torgefahr? Wo bleiben die Chancen? Trotz der Überlegenheit haut es nicht hin. Da müssen sie besser werden, wenn es keine Niederlage geben soll. Platz zum Konter. Der Angriff könnte was werden. Was für ein Reflex. Boah, Wahnsinn. Wie er den noch gehalten hat aus der Entfernung. Großartig. So, Ecke kommt. Gut, was die Abwehr da macht. Ne? Die Kopfballchance ist nicht schlecht, aber sie machen genau im richtigen Moment zu. Ja, und dann kannst du den Ball ja gar nicht besser aufs Tor bringen. Der Ballverlust. Er gibt abseits. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf.
Ecke. Das ist die Chance zum Ausgleich. Jetzt der Eckball. Ja, könnte was werden. Den Ball holt er gut verteidigt. Und zur Pause haben beide Teams noch. Jetzt kann es weitergehen. Leider regnet es aber auch nach wie vor. Jetzt haben sie den Ball verloren. Weiter dieser Angriff, da bieten sich ihnen jetzt mehrere Optionen. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Was viele schon erwartet hatten, ist nun eingetroffen. Er wird den Club verlassen. Der Wechsel steht jetzt fest. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Das wird einen Eckball geben. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Jones. Ja, jetzt ist er durch. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann sind zwei Mann völlig frei vor dem Torhüter. Was will der da machen? Keine Chance. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Jetzt in der Anspielstation. Gefährlich. Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht in Gefahr. Das könnte gefährlich werden. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Gibt abseits. Da läuft er einen Moment zu früh los. Sie liegen vorne, aber jetzt kommt trotzdem noch mal ein frischer Spieler. Und das ist der Ballverlust. Die Gelegenheit, um zu flanken. Schwierig, er pfeift ab und es gibt abseits. Ob er da recht hatte? Na, ja, ist ein gefährlicher Steilpass. Das macht er gut, den Ball hält er fest. Das ist Pressing. Geht jetzt in die Mitte. Er ist da. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Abseits. Absolut klare Entscheidung. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Thank you.
Weiter geht es mit einem Einwurf. Mit der Führung im Rücken kommt jetzt die Auswechslung. Nur noch der Torwart vor sich. Wichtig natürlich, dass sie da dazwischen gehen. 5 Minuten sind es hier noch und sie müssen bis zum Ende konzentriert bleiben, wenn sie hier gewinnen wollen. Nochmal, jetzt vielleicht die Gelegenheit zum Ausgleich. Fängt diesen Ball ab. Er geht schön dazwischen. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Sie gehen dazwischen. Macht er gut. Schluss, aus, das war's in dieser Partie. Chance zur Führung. Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß. Zusammen mit Frank Buschmann darf ich das Spiel für Sie daheim kommentieren. Und heute freuen wir uns auf eine Partie aus der Liga.
Und das ist so ein Spiel, das niemanden enttäuschen wird. Es verspricht viel. Und beide Teams haben sich eine Menge vorgenommen. Ein Freundschaftsspiel also, aber das wird wohl trotzdem intensiv, da beide sich eine Menge vorgenommen haben. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Defensiv machen Sie es gut. Klasse Pass. Ah, das ist dann abseits. Vorne so. Knappes Ding, Wolf. Aber da lassen Sie sich zu lange Zeit mit diesem Steilpass. Den musst du sofort spielen. Dann kann was entstehen. So nicht. Kann er was draus machen? Ball kommt in die Mitte. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Dann dürfen Sie sich beim Keeper bedanken. Weiter 0-0. Super Parade. Vorne jetzt die Balleroberung. Chance zur Führung. Tor! Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist Ihnen auch gelungen. Da war der Druck am Ende einfach zu groß. Sie haben permanent gedrängt und am Ende clever zugeschlagen. Da sehen wir es nochmal. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Jetzt ist er durch. Da ist das Tor und sie haben den Ausgleich. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Schöner Pass. Super dieses Zuspiel. Es wurde in den vergangenen Tagen viel über ihn diskutiert, weil die Frage nach dem Karriereende, dem möglichen Karriereende, ja immer noch ungeklärt ist. Und das macht es ja auch dem Club nicht gerade leicht. Ne? Können wir weiter mit ihm planen? Brauchen wir einen Ersatz? Am Ende kann er das nur selbst entscheiden. Wie steht es um die Gesundheit? Wie steht es auch um die persönliche Motivation noch? Alle müssen abwarten und ich bin ganz ehrlich, ich kann noch keine Tendenz erkennen. Da haben Sie den Ball, gut gemacht. Nicht ungefährlich, Steilpass, gefährlich. Nicht das Tor und da sehen wir, so ein harter Schuss ist nicht immer die beste Lösung. Absolut, mehr Gefühl, dann kann es hier klingeln. Den Ball kann er abfangen. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Ballverlust. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Klasse gemacht. So, die Führung. Ja, Wolf, jetzt haben wir das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen. Aber das ist einfach gut gemacht. Das könnte was werden. Da ist er alleine durch. Kein Tor, der Treffer zählt nicht, abseits. Boah, das war eine ganz, ganz enge Entscheidung. Aber die Unparteiischen, die legen sich sofort fest. Die Fahne ging direkt hoch. Also da bin ich auf die Zeitlupe gespannt. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Da kommt die Hereingabe. Das sah vielversprechend aus, aber nur Ballverlust. Kann er was draus machen? Das macht er gut. Gefährlich, der Steilpass.
Das wäre die Chance gewesen, hier weiter davon zu ziehen. Aber wir haben es ja gesehen, das war zu nachlässig. Ja, und so haben wir hier weiter diese Spannung. Das sind so Szenen, die sich in einer Partie noch rächen können. Knappe Führung zur Pause. Es steht 2:1. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Jones. Ah, das sieht gut aus. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Eine super Leistung in Durchgang 1 von ihm. Zwei Tore hat er schon auf dem Konto. Man liegt vorne. Also so kann es natürlich weitergehen. Und er ist ein Hauptgrund für diesen Spielstand. Das macht er ganz sicher. Hat den Ball, der ihn vor keine echten Probleme stellt. Schönes Zuspiel hier. Guter Steilpass. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. 3:1 heißt es also jetzt. Muss Einwurf geben. Und jetzt wollen sie wechseln. Jones. Da fangen sie den Pass ab. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Auf außen ist jetzt Platz. Da wäre der Platz, um zu flanken. Ah, kann er besser. Ball im Aus. Jones. Schöner Pass. Sie haben den Ball. Ward. Gute Aktion. Noch sind hier 20. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Nicht im Aus. Gut gemacht. Das könnte gefährlich werden. Weiter gefährlich. Er macht tatsächlich sein drittes Tor heute. Wahnsinn. Das ist nochmal die Wiederholung des Treffers. Wir sehen zunächst mal diese klasse Parade und dann haben sie eben Pech, dass der Ball zurückkommt, noch mal heiß wird und dann fällt das Tor. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Den spielt er wieder zurück. Ja, der Schuss jetzt. Nee, der Abschluss war einfach nicht gut genug. Sie verlieren den Ball. Aber der Ball ist weiter gefährlich.
Jones. Was macht er draus? Gute Chance, war aber sogar noch mehr drin. Ja, einfach volle Lotte draufgehalten, das war nicht die ideale Option. Wir sehen es, beide Mannschaften wechseln. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Schlusspfiff in dieser Begegnung, das war's.